Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Skyrim Günni und der Dämmerwacht, der wir uns jetzt mittlerweile nochmal angeschlossen haben. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, das ist wieder mal nicht das letzte Mal. Wir sind auf der Suche nach den Relikten von der Dämmerwacht. Gunmar verkauft uns zwar hier ist es in keine Kriegsjungfer, dafür aber einen ganz viel lustiges Dämmerwachtzeug, allerdings nicht das, was ich brauche. Das Schild glaube ich tatsächlich auch nicht. Das sind nochmal andere Artefakte. Eine weitere Bestie entdeckt, die sich vor dem Tageslicht versteckt. Deswegen werden wir mal so ein paar Vampire wegballern. Wir müssen ihn vernichten, bevor er seine Kameraden in eine Schar Vampire verwandelt. So, töte Meister der Nacht in Riftwachturm, alles klar, kriegen wir hin. Kämpf tapfer, Freund. Also, soweit ich weiß, umso mehr ich dann einfach für die jetzt erledige, umso näher kommt dann irgendwann der Punkt, wo mir gesagt wird, hey, hey, du könntest jetzt ein Relikt für uns suchen und dann, hey, Serrano. Der Serrano-Schinken. Also, Serrana, ja, aber lange nicht gesehen. Das ist übrigens meine Frau. Nur mal so, falls, ne? Falls hier irgendwelche Zweifel entstehen oder sowas. Wir gehen und klatschen Vampire. Ich suche natürlich jetzt erstmal wieder den Punkt auf der Karte. Ach nee, ja, okay, ist gar nicht mal so weit weg. Kleiner Blindflisch. Flisch vor allem. Hinein ins Getümmel. Da verstecke ich mich eigentlich. Wurde sowieso schon wieder gesehen, oder nicht? Oder? Ja, noch nicht. Ich glaube, ich wurde noch nicht gesehen. Der Kollege, den wir suchen, der setzt sich gerade in Bewegung, wenn ich das richtig sehe. Das war jetzt, glaube ich, auch mittlerweile fast einer der präzisesten Schüsse, so über den Zaun hinweg. Na komm, aber das dauert mir zu lange. Sagte er, ne, berühmte letzte Worte und sowas. Wer ist da? Welcher? Kurz ein bisschen wegflemmen. Hallo, ich habe gehört, hier ist ein Vampir. Entschuldigung, hier war einer. Vampirzeug. Nee. Kehre zu Gunmar zurück. Holzteller. Bier. Übrigens habe ich es auch gerade noch nicht mal gezeigt, aber ich habe bei Gunmar tatsächlich geguckt, weil es mir in den Kommentaren vorgeschlagen wurde. Danke übrigens dafür. Aber die Sachen, die ich jetzt suche für meinen Keller, die hat er tatsächlich nicht im Angebot gehabt. Also er hatte eben Erz, Streitäxte und sowas, die ich ja jetzt hier eigentlich auch schon habe. Und all sowas, aber er hatte jetzt nicht diese Artefakte. Was ja die ganze Questreihe, deren Artefakte zu suchen, irgendwie so ein bisschen obsolet machen würde. Von daher nachgeschaut habe ich, aber er hatte sie leider nicht im Angebot. So. Festung Dämmerwacht und ab und zu mal raus und ein Vampir wegklatschen ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Strecken wir das Let's Play noch mal ein bisschen, ne? So ein bisschen Spielzeit nach hinten rauszögern. Kann man doch mal machen. So. Moin. Hübscher kleiner Ort, nicht wahr? Der Meister ist tot. Hervorragend. Eine Bestie Sandbrut weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Passt auf euch auf. Mach ich. Wie sieht's aus? Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Arkay war sich nicht so sicher. Unter uns. Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass... Ich würde gerne einen Trank... Arkay hat schon jahrelang über mich gewacht. Sprecht mit Gunmar. Er hat etwas für euch. Okay. Lebt wohl. Im Augenblick ist es... Ich habe den Aufenthaltsort eines Vampirs ausfindig gemacht, der sich als normaler Bürger ausgibt. Das ist frech. Spürt ihn auf und erledigt ihn. Töte Reisender, bade diskret. Die Gesetzeshüter sind sich der Gefahr nicht bewusst und werden euch wie einen Verbrecher behandeln, wenn sie euch erwischen. Die Quests sind eigentlich tatsächlich ganz geil. Möge das Licht mit euch sein. Ich habe mich mit der Dämmerwacht halt nur mit deren Hauptquest so gesehen beschäftigt und nicht mit dem allen dahinter. So, das ist eigentlich alles ganz cool gemacht. Ist auch wieder so, wir hatten jetzt... übers Wochenende auch Brettspiele und sowas. Also wenn man es richtig spielt, dann macht es ja richtig Spaß.
Das ist so ein Spruch, den kann man hier auch immer mal wieder anbringen. So, dann reisen wir mal wieder durchs komplette Land. Ach, in Einsamkeit, okay. Das ist, glaube ich, das spricht schon wieder für die Armbrust, dass ich aus dem Schatten heraus jemanden erschieße. Anscheinend ein Baden. Mal wieder. So wie ich das Spiel kenne, verschimmelt der dann jetzt einfach die ganze Zeit in der Taverne. Auf Ewigkeit. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das letzte Mal war, aber ich glaube, der Ork-Bade liegt da immer noch. Ah, guck mal, da chillt er rum. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich muss mich um alle möglichen... So, hier wäre ich versteckt. Lydia macht mit. Finde ich immer sehr schön. So, wir nehmen mal die Armbrust. Ich mach mal schnell speichern. Ich meine, ich bin ja gut gestellt mit so gut wie jeder Stadtwache hier. Also von daher... Komm, gib mir Versteck. Gib mir den Versteckbonus. Ja, lauf gegen das Gebäude. Nein! Bewerfen euch die Leute mit Tomaten, wenn ihr singt. Sicher den einen oder anderen Septim entführen. Lydia, wir sind so auffällig. Okay, jetzt ist er in dem Ding drin. Wir haben den besten Fisch. Täglich fangfrisch. Bester Fisch, täglich fangfrisch. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, einen Versteckbonus. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, besser wird's nicht. Fuck. Ja, nun... So viel zum Thema diskret. Alles ist gut. Ich bin im Auftrag von Leuten hier. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Ja, darf ich gerne bitte die Strafe zahlen, bevor meine Frau das komplette Dorf auseinander nimmt? Ich gehöre zur Gilde hier. Sogar dafür sorgen, dass ich all eure... Ja. ...ist erledigt. Und jetzt okay. Geht, bevor ihr mich... Lydia, wir gehen. Hast du... Okay, geht. Man kann sagen, ich musste das jetzt mal schnell begleichen, bevor Lydia komplett durchdreht und die alle uns noch wegklatschen hier. So, ist so alles gut gelaufen. Das bisschen Kopfgeld. Ich bin halt einfach kein diskreter Typ. Ab und zu geht's mal, aber sobald der Gegner einen Bolzenschuss aushält, ist direkt vorbei. Ich glaube, wenn ich den Kopf getroffen hätte und das nicht so über... 50 Ecken passiert wäre, wäre das noch ganz okay gewesen, aber naja. Dem war halt nicht so. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir unsere Artefakte haben. Ich weiß auch nicht, ob ich das dann vielleicht jetzt einfach wieder so mache, dass ich einfach queste. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben. Ob ich questen soll, bis dann die großen Aufträge kommen und die dann einfach weiter aufnehme oder wie wir das dann machen sollen oder ob ihr jeden einzelnen Dämmerwachtauftrag wirklich sehen wollt, hätte ich auch kein Problem mit, weil ich tüftel mich da schon irgendwie durch. Was richtig ist, unterscheidet uns von den Vampiren. So, der Bade. Ein Monster weniger, um das wir uns Sorgen machen müssen. Ein Vulkanglasschild. Hier kam, gibt es noch jede Menge andere. Seid stets auf der Hut. Okay. Gepanzerter Troll, ich möchte immer noch einen haben, irgendwann fürs Haus oder so. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich möglich ist. Moin. Es ist meine geschworene Pflicht. Sprecht mit Isran. Er hat etwas für euch. Isran? Okay, Isran ist neu. Sonst hat er mir immer den anderen Auftrag gegeben, aber so können wir dann jetzt auf jeden Fall mal verbleiben. Lauf nicht weg, bitte. Lass mich jetzt nicht die ganze Burg nach dir nochmal absuchen. Bleib mal kurz stehen. Ich wusste, dass es eines Tages so kommen würde. Ich wusste es. Aber niemand wollte mir glauben. Achtet auf euch. So, können wir jetzt... Immer Hallo. Langsam. Vermeidet den Schlaf, wenn ihr könnt. Schlaf ist etwas für Schwache. Mhm. Trotz meiner Vorbereitungen können wir nicht vorsichtig genug sein. Ich brauche Training für schwere Rüstung, ja eigentlich nicht mehr. Augenblick zuschlagen. Könnt ihr mir mehr über die alte Wacht erzählen? Was ist das hier für ein Ort? Wie kann ich helfen? Der Jarl ist in Gefahr. Strich, das ist schön. Er gibt sich als Berater des Hofs aus. Vernichtet die Bestie, bevor sie ihr schändliches Werk vollbringt. Okay. Aber seid gewarnt. Die Wachen sind sich der Bedrohung nicht bewusst und werden jegliche Gewalt gegenüber diesem Berater als Verbrechen ansehen. Ja, dann bezahle ich das Kopfgeld und alles ist gut. Genial von der Bedrohung, damit ihr die Kreatur vernichten dürft. Wenn das nicht klappt, solltet ihr euch lieber nicht erwischen lassen. Ja, okay, reden kann ich auf jeden Fall besser als schleichen.
Je länger ihr wartet, desto größer wird die Gefahr. Alles klar. Warte mal, kannst du mir... Ihr wisst bereits so viel wie ich. Und das ist ein echtes Kompliment. Also, da müssen wir dann noch ein kleines bisschen mehr trainieren und dann geht's ab auf den Legi-Status. Gut, dann versuchen wir den ja mal davon zu überzeugen, dass das hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Ich meine, ich finde halt die Quests an sich abwechslungsreich genug, als dass man das wirklich im Let's Play einfach zeigen kann. Das ist jetzt nicht irgendwie einfach nur, gehen das Dungeon Kill alle, gehen das Dungeon Kill nochmal alle und so. Da ist immer noch so ein bisschen mehr dahinter, das ist schon mal ganz nett. Dann gehen wir mal mit dem Jarl reden und sagen ihm mal Bescheid, hey, hier ist übrigens, ne? Nichts ist, wie es scheint. Hallo. Hatten wir einen Termin? Nein, aber ich weiß nicht, ob du jetzt unbedingt, aber irgendeinem von euch hau ich gleich aufs Maul. In Rifton. Ich hoffe, dass die Straße gut zu euch war. Als Jarl Lailas Huskarl möchte ich euch bitten, bitte verzeiht die gebührende Distanz. Hallo. Aber ich decke mich. Was kann ich für euch tun? Ihr seid in Gefahr, ein Vampir hat euren Hof infiltriert. Ich glaube, es ist sie. Das ist eine kühne Behauptung. Ich brauche Beweise, um euch Glauben schenken zu können. Spitze Zähne in der Regel. Ich finde Beweise für eine Verbindung. Okay. Ich wünsche euch eine gute Reise. Dann gibt's jetzt ein bisschen Detektivarbeit. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ich bin Anuriel Fuchs. Ich gucke jetzt nur mal gerade. Ich denke mal, irgendwo wird der Berater ja sein Quartier haben oder ihr Quartier. Finde Beweise für eine Verbindung. Okay. Seid ihr in einer offiziellen Angelegenheit hier? Ist hier irgendwo ein Brief oder Blut oder whatever, aber irgendwas muss man doch finden, oder nicht? Stehen vor dem Beistelltisch. Wenn ich wenigstens wüsste, wer von denen das tatsächlich einfach ist, könnte ich halt einfach sagen, ja, okay. Gesetze benötigen. Ja, die Schreibtische hier. Oh, so ein paar Granatsteine kann man ja mal mitnehmen. Silberring, Tanz im Feuer. Hier ist ein Brief. Kurze Zeilen um meinen Sohn Sibi. Ist also behandeln, wie man mit der Familie Schwarzen erwarten würde und jedem seiner Wünsche ist fraglos nachzukommen. Allerdings untersage ich es euch, ihn freizulassen. Es sei denn, ich würde es ausdrücklich erlauben. Sibi muss lernen, wo er hingehört und das lernt er nur hinter Schloss und Riegel. Schön. Das ist die Liebe einer Mutter. Ist hier noch irgendwo? Ich gucke halt mal in die Schränke rein, alleine nur wegen das... Also, eigenen Taschen, diebische Schlange. Kurzgeschichte Morrowinds, mhm. Hier lang. Gemächer des Jahres. Wir gehen einfach mal rein. Wir waren ja schon mal hier. Ich glaube, hier gab es auch einen Stein, den wir mal gesucht haben. Ich finde Beweise. Ja, okay. Ich habe so das Gefühl, entweder heißt es Beweise finden, heißt alle einmal anschnacken, oder ich muss halt in dem Hauptraum irgendwas finden. Was weiß ich, so ein Kelch mit Blut oder so ein Quatsch. Diese Akademie-Magier überhaupt den Saartal zu Na? Als Vogt von Rifton kann ich euch leider nur begrenzt helfen. Aber bitte, sprecht frei heraus. Was macht ihr hier? Als Vogt diene ich als Mittler zwischen der Jarl und ihren Untertanen. Okay. Ich kümmere mich außerdem um das politische Alltagsgeschäft hier in Rifton. In letzter Zeit habe ich alle Hände voll damit zu tun, gegen diese lächerlichen Korruptionsvorwürfe in unserer Festung anzugehen. Okay. Korruption, Diebesgeld, okay. Ihr seid in Rifton willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Als Jarl Lailas Huskarl möchte ich euch bitten, stets die gebührende Distanz zu mir zu wahren. Ein Ratgeber zu Besuch. Du hast ja ganz komische Augen, mein Freund. Ihr braucht etwas? Okay, mit dir kann ich nicht reden. Du hast einfach rote Augen. Reicht das nicht als Beweis? Hm? Okay, ich weiß zumindest schon mal, wer es ist. Ich spüre, wie ihr hinter meinem Rücken über mich lacht. Ja, nee, komm, das... Ich gehe dann mal wieder. Okay, was könnte als Beweis für einen Vampir dienen, außer sein Scheiß aussehen? Moin. Haben wir einen Termin? Nein. Ging es um eine Lieferung? Ich kann mich nicht erinnern. Nein, alles gut. Ich kann ihn ja jetzt auch schlecht angreifen und sagen, hey, hey. Gold. Ja, gut, im Taschendiebstahl bin ich halt genauso scheiße. Ihr braucht etwas? Zuerst der Zauber, dann die Beschwörung. Ich weiß halt nicht, ob der was dabei hat.
was irgendwie als Beweis dienen könnte, weil für mich ist ein Beweis in der Welt von Skyrim halt, irgendwo liegt ein Brief, wo drin steht, der und der soll mich töten oder so irgendjemanden töten. Ich bin Anuriel, Vogt von Yar Laila. Ja. Wartet, ich kenne euch doch. Ich habe kein Problem mit Zerstörung. Wartet, ich kenne euch doch. Ja. Ihr begeht einen Fehler? Der einzige Fehler war, dass ihr euer Gesicht gezeigt habt. Ihr habt Straftaten gegen Himmelsrand und sein Volk begangen. Was ist denn scheiß Ernst, Alter? Ja, hier, Gilde, ja, ja, gut, ein bisschen Gold, tschüss. Und jetzt geht, bevor ihr in Schwierigkeiten bringt. Mann. Zu diesen Akademie-Magiern, oder? Ja, ich gehöre jedem. Willkommen in Rifton. Ich hoffe, dass die Straße gut zu euch war. Was könnte ein Beweis für einen Vampir sein? In Ordnung, aber ich stecke mitten in einer äußerst störungsanfälligen Versuchsreihe. Normalerweise ja irgendwas mit Sonnenlicht, dass der halt den Sonnenlicht einfach wegflammt. Als Huskarl möchte ich euch bitten, stets die gebührende Distanz zu ihr zu wahren. Eine Laute. Der Brief war es auch nicht. Bisschen überfragt. Also rein theoretisch könnte ich ja sagen, hey, hier ist Licht, tschüss. Das wäre mir aber theoretisch, glaube ich, einfach zu hoch für das Ding. Irgendwelche Befehle wären halt noch in den Netz so, dass man da sagen könnte, ja okay, guck mal hier, er hat Befehle, euch zu töten oder so. Andererseits... Sie haben gebogene Schwerter. Gebogene Schwerter. Seid ihr in einer offiziellen Angelegenheit hier? Kann man fast so sagen. Lass mich raten. Weißt du was? Was soll der ganze Spaß? Ja! Bei ist mir lebend, kommt ihr hier nicht raus. Im Namen des Jahres. Naja. Bewegung. Ich habe eigentlich gesagt, okay, ich könnte auf jeden Fall mehr... Ich kann sogar dafür sorgen, ist erledigt. So, ich wollte das ein bisschen diplomatischer lösen, aber irgendwie war mir das... Ja, die Anweisung hätte ich ihm aus der Tasche ziehen können, aber das hätte doch sowieso wieder nicht funktioniert. Nein. Das war übrigens der Vampir, ich bin da mal weg, tschüss. So, geklärt. Ich mache doch jetzt hier nicht einen Taschendiebstahl mitten in den Dingen, nur damit die mir dann sowieso auf die Schnauze hauen. Dann kriegt er halt einfach direkt seinen First Strike und dann hat er es. Und gut ist. So, dann muss ich mich da gar nicht anstrengen. Ich bin ein bisschen zu früh. Ich könnte mal wieder ein bisschen Güni-Schlaf vertragen. Dann laufen wir erstmal zu den Betten. Dann wird ein bisschen gepennt und dann geben wir es ab. Der wird wahrscheinlich auch gerade pennen, wa? Ja, ist zumindest hier. Oder ist der oben? Nee. Doch, der ist oben. Guck mal, wollte ich sagen, der wird doch wohl nicht beim Fußvolk pennen. Zehn Stündchen Günterschlaf, wie sich das gehört. Erholung werden wir trotzdem nicht kriegen, weil wir sind ja eine Bestie. Irgendwann werden wir es nochmal los. So auf die alten Tage. Wir müssen ja sowieso das Ganze loswerden, damit wir in den Himmel kommen. Damit wir unsere Schlachtplatte bekommen, endlich. So, dann einmal hier durch. Guten Morgen, mein Sonnenschein. Ich habe deine Quest erledigt. Seid immer wachsam. Vermeidet den Schlaf, wenn ihr könnt. War zwar jetzt ein bisschen blutiger, als ich erwartet hatte, aber... Gut, vielleicht werden sie die Bedrohung durch die Vampire jetzt ein wenig ernster nehmen, was? Ja, bei dem ganzen Chaos, was da entstanden ist, auf jeden Fall. Gut, danke dir. Bleibt wachsam. Dann spreche ich jetzt noch einmal kurz mit meinem Trankmischer-Dude. Weil ich habe irgendwie so, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das dann so erst, ja, mach mit dem Schmied, dann machst du mit dem Boss noch eine Quest und jetzt helfe ich dir bei irgendwas. Und ich möchte echt endlich mal langsam an die Artefakte kommen. Oder zumindest mal sehen, dass es ein bisschen was nützt, die ganzen Nebenquests zu machen, damit ich an die Artefakte komme. Das wäre ganz cool. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Wo ist er denn? Chillt er hier? Na, hier ist der Schmied. Da ist er doch, oder?
beim Frühstück. Etwas für euch tun? Grüß dich. Akai hat schon jahrelang über mich gewartet. Ich habe in einigen Wälzern gelesen, die ich hier in der Festung gefunden habe, wirklich interessante Geschichten. Aha. Es scheint, dass eine frühere Spielart der Dämmerwacht einstmals über einige sehr interessante Spielzeuge verfügt hat. Akai und ich glauben, dass das von großem Vorteil für uns sein könnte. Ihr solltet versuchen, es in euren Besitz zu bringen. Nice. Irgendeine Ahnung, womit ich es zu tun bekommen könnte? So, was ist das denn? Ein mächtiger Kriegshammer, dessen große Magie Schutzrunen auf dem Boden erscheinen lässt, um die Feinde des Besitzers auszulöschen. Geil. Klingt sehr nützlich. Gut. Danke. Geht mit dem Licht. Mache ich auf jeden Fall. Ihr werdet auch auf gar keinen Fall werdet ihr das in irgendeiner Art und Weise bekommen. Das verschimmelt bei mir im Keller. Einst habe ich 30 Vampire mit meinen bloßen Händen umgebracht. Gut, das ist der Hinweis für das erste Artefakt. Das finde ich sehr, sehr schön. Das werden wir aber natürlich nicht mehr heute suchen, sondern in der nächsten Folge. Der erste ist der Kriegshammer. Da muss ich dann immer auch mal drauf achten, dass wir vielleicht nicht unbedingt immer jedes Mal dieselbe Quest kriegen. Oder dass es mal ein bisschen länger dauert. Aber wir haben den ersten Hinweis. Das heißt, in der nächsten Folge geht es endlich mal wieder an Artefakt. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, das übliche Gelöt bitte dalassen. Und wir sehen uns morgen wieder bei Skyrim oder einem anderen Projekt. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.